ich bin direkt neben dem. Oh, ich kann seinen Reifen abschießen. Ich hab seinen Reifen abgeschossen, Kev. Und ich bin Insta 9. Ja, siehst du mal? Nein, lass meinen Reifen in Ruhe! Na, das bist nicht du! Nein! Aua, aua, aua! Das ist mal meiner Kuh! Oh, verdammt, dann Mist! Ja. Ja, mein Junge, mein Name ist Dino und willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit Caps! Hallöche, mein Name ist Caps und willkommen zu einer neuen Folge GTA Challenges! Und wir haben uns hier ein komplett verrücktes Rennen wieder von den Rockstar Verifizierten, das heißt von Usern erstellten und dann von Rockstar Verifizierten Rennen ausgesucht, das heißt keine Ahnung, was hier passiert. Ja, das heißt ja überhaupt schon mal, Hindernis war's. In Caps Lock steht, deine Fähigkeiten, deine Konzentration werden auf die Probe gestellt. Es wird eng werden. Kollisionen in der Luft sind vorprogrammiert. Zeit, sich ein paar Brusthaare wachsen zu lassen. Schneide ich an, es wird holprig und ich will kein Geheule hören. Oh, scheiße. Was? Das ist ein GTA-Rennen, so wie ich das gerade sehe. Man kauft sich Munition, scheppert sich gegenseitig die Birne weg. Das heißt, das wird kein albernes Rennen, sondern das wird richtig Attacke. Und zusätzlich wird das komplett alles komplett verrückt. Hat da jemand sein. 2500 auf sich gesetzt? Ich? Ja. Ups. YouTube Money. Oh, oh. Oh, der Mitte hat ein cooles Auto, das kenne ich gar nicht. Das Schwarze? Ja. Der Schwarze und der Gelbe daraus auch. Hm. Ah, ihr habt keinen Schnellstart gemacht, ich Depp, aber du auch. Ich auch nicht. Du bist neben mir, oder? Ja, jetzt bin ich vor dir. Egal, ich nehme deinen Fahrtschatten. Ah, stimmt, es gibt ja. Oh, was war denn das? Scheiße! Was ist auch passiert, oder wie? Ich bin daneben gefahren. Hallo? Hallo, Kev. Mein Wacker fährt nicht rückwärts. Hä? Och, du Scheiße. Jetzt habe ich doch schon verkackt. Ja. Nein, lol! Hier wartet noch jemand. Lol, hier sind 4, 5 Leute. Fuck, Mann. Ich hab so lange gebraucht, meine scheiß Waffe auszuwählen. Was machen die alle hier? Oh, auf jeden Fall gibt's hier Hindernisse. Oh, nee, lass mich bitte durch. Lass mich bitte durch. Oh, Mann. Ich hab mich das nicht durchgelassen. Doch nicht. Hä? So, das Turbo. Gibt's doch nicht. Turbo. So. Dafür zerschieße ich die drei. Wuhu. Mann. Baby. Weil ich den Reifen zerschossen habe, kommt der durch und ich nicht. Ich bin auf Position 5, man dachte jetzt bin letzter, aber nein. Nein! Reifen zerschossen! Wie kann ich nochmal zurückgehen? Lange auf Y, glaube ich. Lange auf Y? Yep. Ja. Ohne zerschossenen Reifen kommst du ja nicht voran. Ja, musst du respawnen. Ich komm damit voran. Ach du Scheiß, wie weit bin ich denn hinten ge... Nein! Also das bei mir ist nicht schlecht, sag ich mal, ne? Vierter Platz, mein Lieber. Nein! Kurz vor dem Sprung schon wieder die Reifen zerschossen. Oh, Darfst du nicht deine Reifen so häufig zerschießen lassen, Kev? Uiuiui. Was? Ich was bin wieder rübergesprungen. Wieso wurde ich denn so komisch getroffen? Das macht keinen Sinn. Zum Henker soll ich denn machen? Nur noch 5. Kacke. Und von hinten kommt der Action. Ja, sei froh, Alter. Da fliegt einer über mir. Ha? Ich bin letzter. Oh, lol. Ha? Ja? Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss schon. Oh, nee. Oh, fuck it. Fuck it, Leute. Das ist nicht mein Rennen. Oh, bei mir geht's noch gut voran, aber ich glaube, das Ziel ist nicht mehr so weit. Und da vor mir ist aber noch einer. Also den vierten Platz kann ich locker noch bekommen. Und die ersten drei sind auch nicht so weit weg, aber noch ein Stückchen. Da muss eigentlich noch was bei denen passieren, damit ich nochmal an die rankommen kann. Oh. Das Problem ist, ich wurde am Anfang so ungünstig getroffen, Dena. Ja. Dass man dann einfach jetzt schon. Ich bin letzter. Oh, ja. Kevin, es kann immer noch andere, können noch letzter werden, weil Bedingungen kann das gar nicht passieren. Yo! Deswegen bleib dran. Nur, oh, ich muss wieder dein Motivator spielen. Als Gefühl. Oh, ich bin direkt neben dem. Oh, ich kann seinen Reifen abschießen. Ich hab seinen Reifen abgeschossen, Kev. Und ich bin Insta 9. Ja, siehst du mal? Nein, lass meinen Reifen in Ruhe. Na, das bist nicht du. Nein! Aua, aua, aua. Das ist immer meiner Kuh. Oh, verdammt, dann Mist. Nee. Fuck. Ich nein, der Reifen abgeschossen. Oh, nein, das ist bitte lass mich nicht so weit zurückspawnen. Ist das ein Assi? Mann, oh! Ja, oh, kacke, Alter. Ich bin 5, aber nicht so weit weg vom 6. leider. Und der 4. ist leider recht weit weg. Den habe ich so gut abgeschossen, den Reifen, aber dann hat der sich gut gerecht. Mann. Jetzt hat einer mich wieder abgeschossen. Jetzt hat einer meinen Reifen abgeschossen. Verdammt! Kann es sein, dass manche Maschinengewehr haben? Ja, du kannst aussehen mit Quadrat. Oh, nee! Nee, aber ich habe kein Maschinengewehr, nur Pistolen. Hä? Läuft! Ich habe nur Pistolen, Alter, das ist mein ich Problem. Zurück. Ha? Hallo! Und ich habe auf mich gesetzt. Das war eine Fehlinvestition. Ich bin nur noch 8. Alter, ich bin. Oh, ich hole den da noch ein, Freunde. Verdammter Mist, Alter. Wer den da noch packen? Welcher Platz bist du?
Elfter. Ah. Aber die sind jetzt schon im Ziel, die ersten. Oh nein, das heißt, da vorne ist das Ziel direkt schon. Nee. Mann, das ärgert mich jetzt richtig heftig. Oh, komm schon. Das ärgert mich. Oh nein, ich bin letzter. Die ganze Zeit. Ich denke vielleicht nicht, die Reifen abgeschossen wären nicht so sauer auf mich gewesen, hätte mich nicht abgedrängt. Ah, Mann. Ich depp. Ja! Ich hab dem Elfen die Reifen abgeschossen. Ja, sehr schön, Kev, sehr schön. Juhu! So, ich fahre ja auch so gut und schnell es geht, aber das bringt nicht, das reicht nicht. Und die Extras verschwinden vor meiner Nase, da ist eins. So, jetzt habe ich nochmal ein Extra. Ich weiß nicht, ob da was bringt, ich glaube, ich muss hier rechts rausfahren, okay. Oh, hier dürfte jeden Moment das vorbei sein, wahrscheinlich. Komm schon, gib Gummi! Ah, okay, ich habe nochmal Turbo Speed Boost. Okay. Weh, ich schaff's nicht, darüber zu springen. Oh, doch, geschafft. Welcher Platz bist du, Dina? Ja, ich bin am siebten Platz, Irgendwie okay, hab ich noch einen geholt. Und einen hol ich noch. In sechster. Nee. Oh, komm schon. Er hat vorbeigeschossen. Nee, nicht wahr. Der hat mir die Reifen abgeschossen lassen. Ja. Nein, nicht wahr. Das gefällt mir, komm schon. Man braucht richtig Ansprung. Nein! Noch einer hat es doch geschafft, mich zu überholen. Verdammt. Hol ich mir gleich. Weh, ich schaff's nicht, da hochzuspringen. Nee! Nicht wahr! Ich schaff's nicht, da hochzuspringen, weil mein Auto so kaputt ist. Ich muss neu bauen. Ich hol mir Dena. Nein! What the fuck? Was jetzt? Welcher Platz bist du? Ich bin 10. Ich bin 9. Ich hol mir den. Du aber nichts mehr, Alter. Es sei denn, du hast wenig Anschwung. Jetzt habe ich genug. Oh Mann, aber super cooles Rennen, muss man sagen. Ich will das überhaupt noch schaffen. Ich sehe das Ziel. Ja, ich sehe dich da hinten. No! Nie beendet. Ich habe das Ziel vor meinen Augen gehabt. Nie beendet. Aber das war ein richtig cooles Rennen, muss man sagen. Also ich mag diese. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wie ihr diese verrückten Rennen findet, die von Usern erstellt werden. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr den Namen von irgendeinem coolen Job hier bei GTA habt. Schreibt uns in die Kommentare. Was vielleicht bei und dann schauen wir uns den raus und nehmen den bei der nächsten Aufnahme mit. Also und ihr müsst natürlich immer einfach Daumen hoch drücken, wenn ihr gerade bei so einer Folge denkt, boah, genau das ist das, was ich geil finde. Weil das, was am besten bei euch ankommt, das versuchen wir natürlich häufiger zu machen. Jetzt würde ich sagen, versuchen wir noch einen weiteren Job. Oder den lässt mich jetzt auch mal zu Wort kommen. So. Ja? Für mich gerne. Du bist nur am Schnattern. Ganze Zeit. Auf jeden Fall, für mich könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wollen wir denn machen? Ja, das weiß ich ja nicht, mein Lieber. Ja, wir nehmen jetzt hier. Ja? Rette die Bestie, ganz oben links, oder was? Aber Fahrrad drin? Rette die Bestie? Oder ich sehe das, ich kann das sehen. Rette die Bette? Ich sehe das gar nicht. Fühle die Bestie zwischen deinen Beinen, während die Welt an dir vorbeifliegt. Dann können wir machen, einfach nochmal mit einem Bike rennen durch die Stadt durch. Genau, was ich sagen wollte, Leute, für mich könnt ihr gerne Tipps in die Kommentare schreiben, wie man vielleicht sich bei GTA-Rennen verhalten sollte, weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn man am Anfang abgeschossen wird, man hat verloren. Das ist einfach so ein bisschen Glückssache, so ein bisschen auszuweichen am Anfang. Was gibt es da denn für Tipps? Was soll man denn genau machen? Soll ich am Anfang erstmal ein bisschen passiv spielen, Attacke versuchen durchzukommen? Ist das Glück oder was weiß ich was? Ich glaube, du musst dich einfach ein bisschen raushalten so am Anfang. Ja, wenn du aber in der Mitte spawnst und direkt die erste Kugel abkriegst, dann... Ja, einfach versuchen rauszuhalten, ein bisschen hinterher zu fahren und dann einfach an allen vorbeiziehen, wenn die sich so großartig bekämpfen. Wir haben übrigens nicht das Radrennen bekommen, sondern die Buckelpiste, ein Geländerennen, weil es hat auch 3 Stimmen und irgendwie wurde das ausgewählt, keine Ahnung. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Und da fahren wir an Weinwurzschriftzug los und enden in der Nähe von Fort San Gudo und fahren aber komplett querfeldein. Aber das Geile ist gerade im Moment, dass so viele Leute da sind. Wir schreiben ja mal auf Twitter, wenn wir spielen, so haben wir es heute wieder gemacht. Also checkt auf jeden Fall Twitter aus, wenn ihr mitspielen wollt. Immer @lpmitkev und @denatv. Und dann könnt ihr uns über die Crew hier nachjoinen. Ganz häufig ist es auch so, also die Crew bei mir, viele wundern sich, das ist kein O-Kev, sondern eine 0. Weil man konnte damals ganz am Anfang zwar 3 buchstabige Crews machen, mittlerweile gehen nur noch 4 buchstabige. Und das ist irgendwie komisch. Mhm. Aber so geht's. So, jetzt haben wir gestartet. Oh, und wir nehmen den Bifter. Bifter getuned gibt's sogar. Ach, wahrscheinlich den eigenen Bifter. Das ist aber wieder... Das heißt, wahrscheinlich sind leider eigene Fahrzeuge möglich. Könnten manche Leute Vorteile haben. Brauchst du nicht den Bifter zu nehmen? Ich nehme Bifter, ja. Bifter getuned nehme ich aber. LOL! Hä? Was ist? LOL, ich weiß nicht, was für ein Auto ich genommen habe. Scheiße. Du wirst es gleich sehen. Ich kann einfach nur noch 600 setzen, mehr darf ich nicht setzen, warum auch immer. Scheiße! Ha? Ich hab mir alle Autos noch gerade in Ruhe angeguckt. Ich glaube, das letzte war ein Monster Truck oder so. Oh, okay. Oh nein! Was hab ich? Der Typ hier. Jetzt kommt's. Ah, nein! Die Monster Truck! Oh nein!
Ja, kannst einfach alle überraschen. Kev, du musst gleich bei der 1 erst Gas geben. Kein Gas geben bis zur 1 und dann bei der 1 Gas geben. Dann überrollst du vielleicht alle am Anfang. Guck dir das an, ich bin der America Truck. Oh, ich hab keinen, du hast auch keinen Megastart. LOL, ich kann die Leute richtig abdrängen. Das hey, du bist ja voll schnell, was? Alter. Das wie schnell du bist. Ich kann die Leute totfahren. Hä, hey, du kannst es wirklich... Wow, Alter, Kev, das war das gute Auto erwischt, kann das sein? Passion auf den Bauern. Kev, aber ich sag dir, das war deine Taktik, aber ich mach einfach so ein bisschen raushalten aus allem. Ist das ein GTA-Rennen? Das ist, glaube ich, kein GTA-Rennen in diesem Fall. Aber trotzdem musst du aufpassen, dass du nicht abgedrängt wirst die ganze Zeit. Ja. Oh nein, wir fahren querfeld ein. Okay, das ist vielleicht nicht so gut. Aber wir fahren jetzt zwischen Bäumen und so. Oh, das könnte gefährlich werden für mich. Hm. Was Spaß ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Ja, ist aber ein cooles Querfeldein, muss ich sagen. Oh, okay, Bifter wäre besser gewesen. Ich bin schon auf dem zweiten Platz. Bifter ist echt cool bei dem Ding. Ja, ich merke das. Weil ich bin relativ langsam. Aber Sanchez zum Beispiel ist auch gut, also Motorrad. Ja. Der hängt ja auch ganz vorne bei rum. Oh. Vor allem, weil zwischen den Bäumen ist manchmal ein bisschen wenig Platz. Aber das packe ich. LOL! Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Nein! Auf jeden Fall. Nie. Oh. Ha? Schade, dass das kein GTA drin ist. Ich bin ja auf dem dritten Platz, Ja, ich bin letzter. Ich habe das langsamste Fahrzeug, die Leute fahren einfach vor an mir vorbei. Ja, ja, ich weiß, das ist echt... Nein. Ah, ein bisschen Pech. Ich wollte doch den Beefter haben. So. Oh, ich bin auf dem dritten Platz und ich bin hinter der Sanchez und hinter einem anderen Beefter. Oh, aber die fahren alle gut, also ich werde nicht angegriffen von allen, ich mache auch keine großartigen Fahrfehler, jetzt komme ich ein bisschen näher an die Sanchez. Also das hätte wirklich ein GTA drin sein müssen. Ja, ja, das stimmt schon. Bisschen, ein bisschen mehr Glück gehabt. So. LOL! Oh, jawoll. Das Buggy-Auto der Welt, das sehen Teleportation. Zweiter Platz ist auf jeden Fall. Zweiter Platz. Und gut gelandet. Da habe ich noch bisher ist lange kein Fahrfehler mehr gemacht. Wurde ganz am Anfang mal abgedrängt, aber sonst nichts. Und jetzt habe ich auch die Kurve hier sehr gut genommen. Und vor mir ist ein anderer Biff da. Und ich bin jetzt gar nicht mehr weit hinter dem. Aber ich hoffe, das Rennen noch lang genug geht. Oh, aber das geht ja bis vor St. Gudo. Wir sind schon beim St. Gudo River. Das heißt, lange dauert das nicht mehr. Und bei mir ist das nur hier hinten, heißt es, die Schwachen abzugrasen. Ich habe gesehen, das Gute ist, an dem Truck, der hat eine gute Beschleunigung. Mhm. Das ist auch der einzige Vorteil. Aber wenn ich das sehe, ich mache keine Fahrfehler und die Leute ziehen einfach mit doppelter Geschwindigkeit an mir vorbei. Ich fahre wirklich nahezu perfekt, aber ich komme kaum an ihn ran. Er hat dasselbe Auto und er fährt halt auch praktisch perfekt. Er hat ihn besser getuned. Ja, das kann sogar sein. Oh, jetzt hat er einen Fahrfehler gemacht und ich zieh vorbei. Nicht denselben Fehler machen. Okay, erster Platz. Oh, fuck it! Erster Platz. Wenigstens nicht letzter, Der ist direkt hinter mir. Noch ein Platz. Oh mein Gott. Wir sind fahren ins Ziel. Er ist neben mir. Ich dreh ihn ab. Ich bin... Nein, wenigstens nicht letzter werden. Das gibt's doch nicht. Ja! Erster Platz. Jawohl. Nein, ja. Noch. Ich will wenigstens nicht letzter werden. 7.000 gab das aufs Konto. Ein Typ in so einer Oma-Karosse, Dena. Ja? Ein Typ in so einer Oma-Karosse, der ist mit mir auf den letzten Plätzen. Ach, das war ein geiles Rennen, muss ich sagen. Das war ein geiles Rennen. Ey, ist das fies. Wenn die mich an einem Reifen berühren, dann ist es so... Das? LOL. Dann ist es so, dass mein ganzer Wagen sich dreht. Naja. LOL. LOL, ich stehe jetzt quer unter der Brücke. Da kann ich mehr vorbeifahren. Da kann niemand mehr vorbeifahren. Ich war jetzt ins Ziel. Du bist jetzt schon mal im Ziel, bist aber nicht so weit weg gewesen, ne? Ah, doch, ich bin noch weit weg. Nein, er ist mir vorbeigezogen. Aber er wird auch nie beendet haben. Das gibt's doch nicht. Nein. Ach, Mensch, Kev. Der USA-Wagen, wie kann der so schlecht sein bei GTA? Einem Spiel, das in der USA produziert wurde. Die sind doch so patriotisch. Da kann der USA-Truck doch nicht so schlecht sein! Ich glaube, da wurden noch andere Autos auch in den USA produziert. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge GTA Online. Wir hatten zwei verrückte Rennen heute. Hat richtig Spaß, mal richtig Bock drauf. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben oder schreibt uns rein in die Kommentare und schreibt uns vor allem neue Jobvorschläge, was so besonders coole Custom-Missionen von Usern erstellte sind. Schreibt uns die Kommentare, dann suchen wir uns die raus und spielen die. Das war's für heute, Kev. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auch wenn ich hier ein bisschen getrollt habe. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gebracht. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Leute. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.